Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Talk von vom DWOG Push to Talk. Im nächsten Talk geht es um Alexander. Alexander ist YouTuber, hat einen YouTube-Kanal unter Elektrotechnik in 5 Minuten und wird uns im nächsten Talk ein bisschen was über Lernvideos erzählen und wieso gerade Lernvideos in der aktuellen Zeit steil durch die Decke gehen. This talk will also be translated into English. You can find the English translation under mumble.c3lingo.org. Und mit diesen jetzt deutschen Wörtern leite ich über zu Alexander. Alexander, herzlich willkommen bei unserem diesjährigen verteilten Chaos. Stage is yours. Okay, danke dir, Herald. Mein Name ist Alexander Stöger und heute möchte ich sozusagen referieren, warum boomen Lernvideos auf YouTube. Also ich betreibe den Kanal Elektrotraining in 5 Minuten und da ist mir was aufgefallen, und zwar diese Lernvideos boomen brutalst. Wie ist mir das aufgefallen? Einmal durch zwei Sachen. Einmal durch die Kommentare, wie ihr gerade hier schon stehen seht, und einmal durch die Aufrufzahlen. Die Aufrufzahlen bei den ganzen Lernvideos, nicht nur auf meinem Kanal, sondern generell, gehen exponentiell nach oben. Und in den Kommentaren, das Feedback, was ich von den Zuschauern bekomme, also bei mir ist ja meine Zielgruppe mehr die Studenten, ist immer wieder das Gleiche. Schade, mein Dozent erklärt es nicht so gut. Endlich habe ich es kapiert, sie müssen an die Uni kommen, wir schreiben morgen einen Test drüber, hat es nicht erklärt und so weiter, jetzt hat er einen Test bestanden. Und es geht immer wieder aufs Gleiche raus. Und dieses Bedürfnis, was die Zuschauer da haben, das haben irgendwie gigantische große Menge hier in Deutschland, also nicht nur in Deutschland, sondern international, dieses Saugen nach Wissen, das sehr verständlich produziert wird und das man sehr schnell konsumieren kann. Und da haben wir mal gefragt, Mensch, wie war das ganz am Anfang bei der Wissensgenerierung? Wie ist das am Anfang angegangen, wenn es noch kein Internet, kein YouTube, keine Lernvideos gegeben hat? Da war die Wissensvermittlung klassisch bei über Vorlesungen, also sprich, vorne ist jemand gestanden, hat was erzählt und das Auditorium hat es halt entsprechend aufgenommen, mehr oder weniger. Verständlich oder weniger verständlich. Dann hat es Zusatzliteratur, wie zum Beispiel Bücher gegeben, oder wenn man es dann auch noch nicht verstanden hat, dann hat es noch diesen, ich sage immer, andere Menschen oder den älteren Bruder, den Cousin etc. gegeben, die dann sozusagen eingesprungen sind, Nachhilfe und so weiter gemacht haben. Aber jetzt ist dieser Trend nach Lernvideos brutal angestiegen. Also die sind jetzt auch noch da als letzte Kategorie von diesen 4, was ich jetzt aufgezählt habe, aber die werden jetzt immer stärker. Und ich habe ja schon viel mitbekommen, dass Leute gar nicht mehr in die Uni gehen, sondern mehr oder weniger nur noch diese Lernvideos zum Anschauen. Und da habe ich mir überlegt, Mensch, was ist jetzt dieses Besondere, dieser Kern an diesen Lernvideos? Warum boomen die denn so? Und da habe ich festgestellt, es gibt ja so Enabler, also Sachen, die irgendwas ermöglichen. Und eine dieser Sachen, das ist das klassische Internet. Also wenn wir noch 20 Jahre zuvor denken, wie war das Internet da, dass es 56K-Modem gegeben, keine Chance, dass man da irgendwelche Videos streamen kann, so wie jetzt gerade diese Veranstaltung da, es wäre einfach nicht möglich gewesen. Aber jetzt, jeder hat eine 1000er, 100er, 200er Leitung zu Hause, kann uploaden ohne Probleme, 5G, was jetzt bald kommt, das ist einfach da. Und das war ein Enabler von diesen Lernvideos. Ein zweiter Enabler von diesen Lernvideos, das war das Equipment. Heutzutage, jeder hat in seiner Hosentasche eine 4K-Kamera, 8K-Kamera, schon die neuen. Das ist kein Problem. Das ist brutal. Also man kann einfach Video machen, einfach draufhalten, Video machen, uploaden, fertig. Das ist so einfach geworden. Man braucht keine teure Kamera-Equipment mehr, wie man es früher gemacht hat, wie die Fernsehproduktionen, sondern eine Webcam reicht, ein Handy reicht, fertig. Und was ich auch noch sehe, diese Lernvideos werden jetzt erstellt, nicht von diesen Dozenten einer Hochschule, sondern mehr oder weniger von den Jugendlichen, also sprich von den Studenten selber. Und die sprechen dann sozusagen diese gleiche Sprache. Und das ist was, weil es gibt ja diese ganzen Generationen, diese Babyboomer, Generation Y, Generation X, Z und so weiter. Und die haben unterschiedliche Werte. Und wenn man in dieser einen Generation bleibt,
die können sich viel besser austauschen, weil die sprechen die gleiche Sprache, die haben die gleichen Werte und da sind auch Vergleiche, wenn man es irgendwas erklärt, viel einfacher, wie wenn jetzt irgendein 60-jähriger Professor irgendwo erzählt. Was ein weiterer Enabler ist, das ist YouTube und Google. Wenn man heute das Smartphone aufmacht mit Android drauf, das ist Google, man kriegt es eigentlich gar nicht weg, selbst wenn man es nicht mag. Und Google-Suche, wenn man irgendwas reintippt, dann ist auf Deutsch gesagt, sofort gibt es da Lernvideos dazu. Ich sage mal, das einfachste Beispiel ist, einen Papierflieger zu bauen. Das möchte man nicht als Text haben, wie baue ich jetzt einen Papierflieger, sondern als Video ist viel einfacher, viel schneller und dann sind wir schon beim nächsten Punkt, man kann es so oft anschauen, wie man will. Weil man nervt keine andere Person nicht, wie man die sozusagen, wenn man sagt, hey, kannst du es noch mehr erklären, irgendwann nervt es die Leute. Und das kann man so oft anschauen und auch, was ganz wichtig ist, so schnell wie nötig. Wenn ich jetzt einen Papierflieger mal anschaue, wird der einfach gefaltet und so weiter und kann er wieder zurückspringen. Und das ist schon sehr wichtig und man nervt auch keinen. Das ist schön anonym. Man hat auch diesen Spiegel, dass man sich irgendwie vorkommt, dass man sich irgendwie blöd ist, wenn man so oft fragt. Sondern das gibt es da alles nicht. Und der letzte Punkt, warum das noch so richtig Gas gibt, das ganze Lernvideothema, das ist diese Monetarisierung. Sprich, als Creator, wie jetzt ich zum Beispiel als YouTuber, bekomme ich Einnahmen durch das, wenn ich so Videos reinstelle. Und sowas motiviert natürlich brutalst. Das sind jetzt keine gigantischen Beträge, aber trotz alledem, wenn man bedenkt, okay, einmal so ein Video reingestellt, man bekommt dann wieder Geld davon und man freut sich da irgendwie. Das ist, auch wenn man jetzt normal arbeitet, sagt man, okay, das ist jetzt kein Betrag im Vergleich zu dem, aber das motiviert unglaublich. Und dann das Feedback, die Kommentare, was man dazu kriegt, das motiviert den Künstler, diesen Erschaffer, den Videomann oder wie man es sagen will, den YouTuber, dass er noch mehr reinstellt. Und deswegen kommen immer mehr Videos rein ins Internet und die ganze Community freut sich natürlich riesig drüber. Und zu was führt das? Und es führt zu einem großen, was ich ein großer Visionär davon bin, das führt eine Sache noch, und zwar die Kritiker immer bei den ganzen Lernvideos sagen mit der automatischen Qualitätskontrolle. Ja, wenn jetzt da jeder kann da was reinschreiben und sprich, es kann auch sein, dass irgendwelche Sachen falsch sind. Und da kann ich wirklich nur sagen, es gibt da so einen Algorithmus, und ist ganz billig, der rankt einfach gute Videos nach oben und schlechte Videos nach unten. Also nach dem Dislike oder Like. Und das ist ein klassisches Winner-Takes-It-All-Prinzip. Je besser das die Videos sind, also je mehr Likes, desto mehr Aufrufe, desto höher werden es gerankt, desto noch mehr Aufrufe kriegen es. Man hat dann zu jedem Thema letztendlich irgendwie nur noch so mal 3-4 Videos, die wirklich bombig sind, wo die Community gesagt hat, okay, die sind gut. Und selbst wenn Fehler drin sind, dann kommentieren die User, die das anschauen, das ganze Zeug noch. So, und jetzt, zu was führt das Ganze? Das führt zu einem globalen Wissensmanagementsystem. Und das ist wirklich was, was eigentlich noch nie gegeben hat. Früher haben wir Wissen vor manchen Leuten einfach zurückgehalten. Wissen war nur Privilegierten zugänglich. Und jetzt ist es für jeden Menschen, der Internetverbindung hat, an jedem Ort, zu jeder Zeit möglich, dass er sich Wissen aneignen kann. Und das führt auch wiederum zu einer kompletten Änderung des kompletten Lernprozesses und auch zu einer kompletten Änderung des kompletten Lehrprozesses. Was meine ich damit? Wir haben ja in unserer Welt, die wird immer schneller. Immer schneller die sich verändernde Welt. Immer kommen wieder neue Hype-Themen. Einmal was Robotik, dann ist es autonomes Fahren, dann ist es künstliche Intelligenz, Industrie 4.0, die ganzen Schlagwörter, man kennt sie. Es verändert sich immer schneller. Es gibt immer mehr Technologien, die irgendwas möglich machen. Alles verändert sich schneller. Und das heißt für uns in unserer Welt, wir müssen immer schneller Wissen generieren, neues, also Wissen uns aneignen. Und da sind so Lernvideos natürlich super, weil da kann Experte was reinstellen und fertig. Und man muss das Ganze, gibt es natürlich auch, wenn man will, auch was davon haben, wenn man sich Wissen im Beruf später anschaut, da gibt es dann so eine Art Mikro-Degrees. Mikro-Degree in Python-Programmierung. Sprich, man macht so einen 8-Stunden-Kurs Python-Programmierung, am Schluss kriegt man dann so ein Mikro-Degree raus, irgendwie so eine Bescheinigung, kann man dann wieder bei der Bewerbung irgendwo reinschmeißen. Ist eine coole Sache. Was führt das dann zum Lehrprozess? Man braucht viel weniger Dozenten für die Grundlagenfächer, Mathematik, Physik, Elektrotechnik. Da kann ein oder zwei Lehrer können komplett das Ganze, eine komplette Uni abdecken, weil die sind nur noch für Fragen da, für schwierige Sachen.
weil der Rest ist alles auf Video. Da brauche ich keinen Dozenten mehr, der sich da wieder 90 Minuten hinstellt. Das kann ich komplett einsparen. Und was ich auch noch machen kann, ich kann es komplett online machen, was jetzt gerade in der aktuellen Zeit, glaube ich, extrem wichtig ist. Und das ist jetzt mehr so aus Hochschul-, aus Uni-Charakter. Für Unternehmen ergibt sich natürlich durch diese Lernvideos auch ein brutales Potenzial, eine brutale Chance. Und zwar jedes erklärwürdige Produkt wird je nach Anzahl der Tutorials im Internet gekauft. Das ist jetzt keine referenzierte Statistik, das ist einfach so, was ich jetzt hier so mal postuliere. Und wie bin ich darauf gekommen? Wenn ich jetzt irgendwas suche, also ich suche jetzt irgendwas, zum Beispiel irgendeinen Taschenrechner, ich suche einen Taschenrechner und möchte es denn im Netz sozusagen wissen, hey, wie funktioniert der, kann ich den bedienen, ist der schwierig zum Bedienen und so weiter. Was mache ich? Ich schreibe es bei Google rein, dann den Text interessiert mich nicht, ich schaue mir sofort ein Video an und sehe, da gibt es ein Video, ah ja, das kann ich, das ist gar nicht so schwierig. Dann sagen die auch Vor- und Nachteile, die Leute, die was so Tutorials machen. Und das ist natürlich ein gigantischer Nutzen und also dieses, ich nenne es mal Influencer-Marketing, Produktplatzierung, wie auch immer man es nennen mag. Und da haben wir zwei Vertreter mal rausgesucht, und zwar das ist Conroll Elektronik und Reichelt Elektronik. Ich glaube, jeder von euch, der schon elektronische Bauelemente irgendwas kauft, hat von da schon mal irgendwas bestellt. Und die bauen jetzt massiv, also gerade in YouTube sieht man es, Videos rein, die über ihre Produkte, wie lötet man richtig, schlechtes WLAN, wie kann man es verbessern machen, so Sachen, dass sie sich selber eine Marke aufbauen und zu dieser Marke dann später ihre Produkte vertreiben können, was ich extrem sehr schlau finde. Und im Vergleich zu ihren Mitbewerbern, wenn man sowas macht, kann man sich stark distanzieren und beziehungsweise einen riesen Wettbewerbsvorteil haben. Ja, und damit möchte ich schon wieder schließen mit meinem Vortrag, mit den Chancen, die Lernvideos haben, sind gigantisch, dieses Wissensmanagementsystem, was in Zukunft auf uns zukommt, was immer gigantischer wird und auch in mehreren Sprachen, nicht nur in Deutsch, sondern in Englisch, sondern international, komplett an jedem Ort der Welt. Und jetzt schließe ich das Ganze und freue mich auf eventuelle Fragen. Ein paar Minuten haben wir noch und ja, gebe jetzt wieder ab zum Ja, vielen Dank, Alexander, für deinen spannenden Vortrag. Wir haben tatsächlich schon eine Frage. Und zwar, ich habe mal kurz in deinen YouTube-Kanal geguckt und das nachvollzogen und daraus resultiert dann auch die Frage. Mit etwa 32.000 Abonnenten, das sind 32.200 aktuell, bist du ja schon fast ein YouTube-Star. Oder bist du schon ein YouTube-Star? Kein fast, Entschuldigung. Wie sehen das deine Studenten oder Studierenden? Wie empfinden sie deine Videos und verwendest du diese Videos vor allem auch in deinen Unterricht? Erstens mal YouTube-Star, naja, ich weiß ja noch nicht, ob man das wirklich schon dazu sagen kann. Es ist, ich glaube, schon einige der größten Elektrotechnik-Channels auf YouTube. Dann zu den, also ich verwende die Videos in der Vorlesung nicht, ich sage mal, das ist ein Add-on. Da man kann sich die Inhalte zusätzlich noch anschauen. Also ich halte noch klassische Präsenzunterricht. Ich habe heute auch wieder einen Kurs gehalten am Vormittag. Ich sage, okay, das ist Add-on. Wer noch Probleme hat, wer das Thema noch weiter interessiert, der kann sich das noch zu Hause anschauen, zu verfestigen. Aber ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, Leute, ich halte diese Vorlesung und die Videos müsst ihr euch dann sozusagen auch noch anschauen. Es führt unweigerlich dazu, die Leute schauen das Ganze an, die sagen immer, hey, schick mir ein Video, dass ich die Frage beantworten kann, zum Lernen und so weiter. Und dann gibt es da so interessante Sachen, dass dann heißt, ja, einen Tag vor der Prüfung wird die ganze Playlist mit 1,3-facher Geschwindigkeit angeschaut und dann letztendlich gelernt. Und bis jetzt ist das Feedback. Und die Prüfung wird dann bestanden? Ja. Und das ist jetzt nicht nur so auf meiner Hochschule, sage ich mal, in meinem Hochschulbereich, sondern das ist ja komplett Deutschland, Österreich, Schweiz, wo die Leute sozusagen die Videos... Fantastisch. Mit diesen letzten Worten bedanke ich mich wie vorhin schon, Alexander, vielen Dank für deinen spannenden Talk. Ich bin sicher, dass wir noch die ein oder andere YouTube-Videos von dir sehen werden und wünsche dir ein fantastisches Wochenende, einen schönen Resttag.